What? Was? Ach, verarsch mich doch nicht. Verarsch mich doch nicht. Verarsch mich nicht. Das ist krank. Freunde der Magie oder auch Hallo, wie Amar sagen würde. Ich muss einmal kurz den Kontext erklären, damit die Aufnahme für euch Sinn macht. Die Vorgeschichte ist folgende. Amar hat Geburtstag gehabt an dem Tag. Er wusste, dass es eine Überraschung für ihn gibt. Mein Lieblingslockvogel, Alban, der auch der Lockvogel war, der Marco hier in die Suite gebracht hat, in der ersten Episode von Plötzlich Magie, hatte die Aufgabe, ihn mit mir zu überraschen, das heißt, ihm anzukündigen, dass es für ihn eine Überraschung gibt, ihm aber nicht zu sagen, was passiert und ihn einfach hier vor meiner Tür abzusetzen. Amar hatte keine Chance zu wissen, was die Magic Suite ist, weil wir Folge 1 mit Marco, die er auch hier in der Magic Suite spielt, noch gar nicht veröffentlicht hatten zu dem Zeitpunkt. Das heißt, er konnte nicht wissen, was auf ihn zukommt und ich habe ihn ein bisschen fehlgeleitet, indem ich gesagt habe, dass ich am nächsten Tag, also an seinem Geburtstag, früh wegfliegen muss. Warum ich sage nächster Tag? Wir alle gemeinsam haben uns schon am Vortag gesehen. Das bedeutet, wir haben uns ein BVB-Spiel im Stadion angeschaut und waren alle gemeinsam danach bei Marius zu Hause. Ich habe aber vorgegeben, an seinem Geburtstag nicht da zu sein und sehr früh wegfliegen zu müssen. Was ich nicht wusste, ist, dass Marius mitkommt zum Drehen. Ehrlich gesagt stand Marius sowieso auf meiner Liste für Plötzlich Magie, heißt aber nicht, dass er nicht mehr auf meiner Liste steht. Marius, wenn du das siehst, ich könnte trotzdem jederzeit vor deiner Haustür stehen. Fühl dich nicht so sicher. Und der Grund, warum Marco mit in der Suite war, war, weil er sowieso hier war. Also er war mit seinem Schwager schon eine Stunde vorher unabhängig von denen da. Und so kam es dann, dass Marius mit dabei war, dass Amar so reagiert, wie er reagiert, weil wir uns am Vortag schon bei Marius gesehen haben und im Stadion. Und warum Marco in der Suite war und dann auch im Bild ist. Also so kam alles zusammen und deswegen reagiert Amar jetzt so, wie er reagiert. Viel Spaß. Herzlich willkommen. Du hast gestern noch gesagt, in der Magic Suite. Du bist weg. Ja, weggeflogen und zurückgezaubert extra für dich. Plötzlich Magie, herzlich willkommen in der Magic Suite. Oh Gott. Vielen Dank. Oh Gott. Und gestern noch so, ich sag ihm die ganze Zeit, kannst du mal was mit mir machen? Kannst du das mit mir machen? Kannst du das mit mir machen? Und die ganze Zeit machst du das mit mir. Wenn jeden Tag. Dass wir auf jeden Fall was wünschen. Jetzt kommst du, egal was du gleich zeigst, du musst mir verraten. Oh, das wäre jetzt krass, wenn ich pusten würde und du würdest dann erraten, was ich mir gewünscht habe. Vielleicht kann ich das. Vielleicht wird es heute aber auch noch ein bisschen krasser als das. Ich habe mir tatsächlich was für uns alle gewünscht. Aber mehr sage ich nicht. Doch, sag mal ehrlich. Lobenswert. Ich zeige euch gleich mein allererstes Kunststück, das ich gelernt habe. Das zeige ich euch gleich. Halt einfach mal deine Hand drauf. Und wir legen es einfach mal drauf. Wir lassen das da. Vorher machen wir über Folgendes. Gib mir mal dein Handy. Und halt das so, als wäre es. Stell dir vor, da ist eine FBI-Marke drauf. Okay, also behältst du so. Ja. FBI, open up. Genau, du zeigst es einmal zu uns, guckst dir mal selbst an. Okay, stell dir vor, das ist eine FBI-Marke. Halt sie wieder in die Kamera. Das nimmst du zurück. Das nehme ich wieder zurück. Hier ist gleich noch ein Umschlag drin, der eine Rolle spielen wird. Aber eins nach dem anderen. Erstmal mein allererstes Kunststück. Mein allererstes Kunststück, da war ich 7 Jahre alt. Mit 7 Jahren habe ich Folgendes gezeigt. Ich habe Zündhölzer genommen und habe eins genommen und rausgerissen und habe es angezündet. Halt es mal fest, so. Okay. Das war noch nicht der Trick. Und es ist wieder zurückgewandert. Mach's mal auf. Und das Angebrannte ist wieder zurück.
ist wieder drin. Ist immer noch ein bisschen warm. Da war ich 7 Jahre alt. 7. Ja. Heute bin ich ein bisschen älter. Marco, tu mir einen Gefallen, halt deine Hand drauf. Deine andere Hand drauf. Perfekt. Und du nimmst den Umschlag, legst deine andere Hand drauf. Ein roter Umschlag. Und wir spielen jetzt Folgendes. Wir stellen uns vor, dass wir ein Zündholz nehmen und ein Feuer machen. Und wir setzen ein Kartenspiel in Brand. Alle Spielkarten brennen. Die erste Frage. Was verbrennt zuerst? Die Zahlenkarten oder die Bildkarten? Marius? Die Zahlen. Die Zahlen. Die Zahlen verbrennen. Alles, was uns bleibt, sind Bildkarten. Buben, Damen und Könige. Jetzt eine bisschen heikle Frage. Was verbrennt, die Männer oder die Frauen? Nämlich die Männer. Die Männer verbrennen. Die Männer sind komplett verbrannt. Du hast gesagt, dass die Zahlen verbrennen. Du hast gesagt, dass die Männer verbrennen. Alles, was uns jetzt bleibt, sind 4 Damen. 4 Damen im Feuer. Meine Hände sind leer. Öffne mal deine Hand. Und hier drin im Umschlag, den du die ganze Zeit über festhältst, sind einzig und alleine 4 Karten. Ansonsten nichts, der ist leer. Du kannst ihn nehmen. Nimm ihn ruhig einmal. Da ist nichts drin. Hier sind 4 angekuckelte Karten. Und diese 4 angekuckelten Karten sind die Karten, die übrig geblieben sind. Und zwar die 4 Damen. Wo ist der? Wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen und wir haben im Feuer 4 Damen aus euren Gedanken, ich konnte nichts beeinflussen. Du hältst die ganze Zeit über die Zündhölzer, du hast es im Umschlag, bevor ich angefangen habe. Du hast gesagt, die Zahlen verbrennen, du hast gesagt, die Männer verbrennen, wir haben die 4 Damen übrig. Du kannst eine Dame aus dem Feuer angebrannt retten. Ich mische nochmal durch. Du kannst eine retten, indem du mit dem Finger auf sie zeigst. Die hier? Die. Ja. Das ist die Pik-Dame. Du hast die Pik-Dame ausgesucht. Du hättest auch jede andere Dame zeigen können. Du hast auch die Pik-Dame gezeigt. Halt sie mal fest. Das ist die Karte, die übrig geblieben ist. Die Zahlen sind verbrannt, die Männer sind verbrannt. Eine hast du gerettet, du hast drauf gezeigt, das ist die Pik-Dame. Öffne bitte die Streichholzschachtel und schau nach, ob eine Karte da drin angekommen ist. Boah, das kannst du mir nicht antun. Ich fass es nicht. Nein, ich hab den Sohn. Boah, ich fass das nicht. Und das ist die Pik Dame. Willst du mich eigentlich... Da muss ich nicht streicheln. Oh, das geht nicht. Die Streichhölzer sind verschwunden. Das ganze Zündholzbriefchen hat sich verwandelt in eine Spielkarte. Das ist nur noch aufgedruckt, obwohl wir da gerade ein Zündholz angezündet haben. Und das Ganze ist einfach nur noch eine Spielkarte. Ich bin am Schwitzen. Aber vielleicht ist es nicht nur das. Vielleicht ist es nicht nur das. Vielleicht können wir noch ein bisschen weiter zurückgehen in die Vergangenheit. Hast du dein Handy dabei? Ja. Jetzt bei du? Ja. Du noch nicht? Genau, hol dein Handy mal. Geh mal bitte auf meine Instagram-Seite. Nein, das funktioniert gar nicht. Also wirklich, das funktioniert nicht. Es ist egal, also du gibst eine Wahrscheinlichkeitsrechnung und das funktioniert nicht. Heute ist dein Geburtstag, ein spezieller Tag. Ja. Vielleicht ist das hier alles kein Zufall. Vielleicht hatte ich eine Vorahnung vor langer, langer, langer Zeit. Und wenn du auf meine Instagram-Seite bist und auf das Profil, das ist dein Instagram, schau nicht an dein Handy, das ist das Profil. Ich halte es jetzt nur für die Kamera. Wenn wir hier zurückgehen, und ihr könnt das alles später checken, wenn wir hier zurückgehen, sehen wir einen Post, den ich gemacht habe. Und das ist der 7.9. Happy Birthday mit einer einzigen brennenden Karte auf meinem Instagram-Profil. Und das Ganze war am 24. Juli. Nein. Am 24. Juli habe ich eine brennende Karte, die Pik-Dame, gepostet und habe geschrieben Happy Birthday, 7.9. Ich habe Gänsehaut, Mann. Ey. Boah, ich pack's gerade gar nicht. Ich pack's gerade gar nicht, holy shit. Was? Was ist hier noch andere? Der hat nicht so viele verbrannte Damen, ne? Keine. Nein, das geht nicht. Nein. Das geht nicht. Wow. Das ist krass. Du wirst ja.
Okay, ach, eine Sache noch. Was war denn mit dem... Holst du nochmal dein Handy raus? Oder? Hey. Mhm. Und geh einmal unter Videos. Muss mein Code? Also du kannst, genau, muss entsperren, aber... Ich kann das gerade gar nicht realisieren. Und zeig den Jungs mal das Video. Dreh dich mal zu denen. Die Kamera zeigt erstmal nur eure Reaktion und spiel mal das Video ab. Genau, du zeigst es einmal zu uns. Guckst dir mal selbst an. What? Okay, stell dir vor, das ist ein FBI-Marker. Halt wieder in die Kamera. Was? Der hat doch dein Handy genommen. Er hat dein Handy genommen. Hä? Ach, verarsch mich doch nicht. Verarsch mich doch nicht. Verarsch mich nicht. Das ist krank. Das ist krank. Das ist krank. Nein, das. Sogar mit meinem Satz alles. Genau. Da war nichts, ne? Da war nichts, ne? Hä? Ich weiß es nicht. Und das Handy war aus. Also, ich hab's. Ja. Zack. Da kann ja nichts auf. Zack, geht ja nicht. Oh mein Gott, Junge. Zu verarschen. Boah. Ja, Digga, ich wirklich kann nicht mehr, ne? Man denkt, man lässt sich auf irgendwas ein. Okay, gut. Aber du kannst das, du kannst, also... Ich rechne immer mit Wahrscheinlichkeiten. Und Wahrscheinlichkeiten sind so gering, dass genau das alles irgendwie zusammenkommt. Das ist ja nicht nur plus einmal das gewesen. Weißt du, was ich meine? Ich hätte auch sagen können, die Zahlen. Ne? Also das tiefer bleiben, ja. Das sind nur Zahlen, die wir bleiben. Das weiß ja nicht, wo was ich meine. Du auch sagen können, genau die Bildkarten verwenden. Genau, das genau. Ist schon Streichholz weg. Auch. Also... Das war Streichholz. Das Video. Die brennende... So, das Video, das ist ja eigentlich noch das Schlimmste daran an der ganzen Geschichte. Es ist das Schlimmste, weil es ist gespeichert auf deinem Handy. Da kommt keiner mehr ran, es passiert nichts mehr. Und als du hast mich gefilmt, in deiner Tasche. Ich ja noch geguckt. Da war ja nichts. Es war empty. Dann hol dir mal den. Da ist ein scheiß Traum drin. Da ist wirklich gar nichts. Ich bin weg. Wow. Wirklich. Kompliment. Danke.